Linken gegen Rechts. Am zweiten Wochenende im Juli im Carl-Zeiss-Stadion Oberkochen. 24 Mannschaften waren angetreten, um Stellung zu beziehen, sich gegen Rassismus und Ausgrenzung zu wenden und dabei auch noch Spaß zu haben. Da ist die Frage erlaubt, wie viel Spaß verträgt so ein ernstes Thema? 100% Spaß, weil das soll Freude machen, das soll Spaß machen. Zwei Mannschaften kicken gegeneinander, aber feiern nachher gemeinsam. Das ist das, was wir wollen, dann nachher die Gemeinsamkeit wieder herausstellen. Wenn man auf dem Platz dort eben auch gesagt hat, das war jetzt meine gegnerische Mannschaft, aber nachher umarmen wir uns und sagen, jawohl, Prost, tolle Sache. Spaß war also nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Ein Konzept, das aufging, mit breiter, vor allem auch politischer Unterstützung. Weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, für diesen Zweck das Stadion zur Verfügung zu stellen. Fußball ist eine Sportart, die eigentlich prädestiniert ist für solche Zwecke, weil im Fußball spielen sehr viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Nationalitäten auch einfach selbstverständlich zusammen. Und man kann hier zeigen, dass es ganz normal funktioniert, miteinander zusammenzuleben und zusammenzuspielen. Auch der Landrat des Oberalbkreises Klaus Pavel war gekommen, um seine Unterstützung für die Ziele der Veranstaltung deutlich zu machen. Und er war vor allem voll des Lobes für den Veranstalter. Wir haben einen ganz tollen Kreis Jugendring. In unserem Kreis Jugendring sind erfreulicherweise nahezu alle Jugendorganisationen der Vereine im Osterhalbkreis vertreten. Die machen gemeinsame Sache. Da werden viele Jugendfreizeiten organisiert. Da werden auch Förderprogramme gemacht für Jugendbildung, für gesellschaftspolitische Jugendbildung und so weiter. Eben auch die Initiative gegen Rechts. Die sind bei uns im Landratsamt auch zu Hause. Das Personal wird zum großen Teil auch von uns finanziert. Und wir geben dem Kreis Jugendring ein eigenes Budget, sodass sie Selbstständigkeit lernen und praktizieren können. Und es funktioniert bei uns ganz hervorragend. Dass es funktioniert, war sichtbar. Und ein Grund, warum es funktioniert, ist sogar eigens schriftlich fixiert. Also bei uns in der Satzung von unserem Kreisjugendring steht schon seit Beginn des Vereins, dass wir eine Ausrichtung haben gegen Rassismus, also gegen Rechtsextremismus. Und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, was veranstalten wir für junge Menschen? Und ein Sportturnier, Fußballturnier bietet sich da an. Fazit, das dritte Kicken gegen Rechtsfußballturnier in Oberkochen war ein voller Erfolg. Zur Fortführung und Nachahmung empfohlen, auch und gerade, weil es eben bei allem Ernst auch Spaß macht und sogar machen soll.